Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Nach allem, was intakt ist. Okay. Oh, so ein großer Schrottplatz. Scheiße. Mich ein bisschen wirre das Ganze. Ah, da gucken wir gleich. Das sieht mir schon so richtig danach aus. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Nee, erstmal gucken wir uns immer in der Garage weiter umschauen. Nicht abhauen. Leider wollen wir noch gar nicht lang. Nein! Garage weiter gucken. Nein, ich will mich jetzt mal umschauen. Hier sind gerade hier noch Tarotkarten oder so. Oder oben vielleicht noch was. Wobei ich mich mal frage, entweder ist das eine Funkfernbedienung, das hoffe ich mal, dass es eine Funkfernbedienung ist. Ist das eine Funkfernbedienung? Sonst frage ich mich gerade, wie wird es mit dem Schalter die Tür dahin auffahren? Naja, egal. Dann muss es gerade hier, das ist eine Funkfernbedienung. Muss ja. Vollmond, 22. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Na, geplant. Sie haben sich darauf vorbereitet, ne? Wir wussten ja, was immer zu Vollmond passiert. Und du weißt, dass du dann mal eben zum Werwolf mutierst. Na gut, ich glaube, dann muss halt schon mal gucken. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. SUV Body Damage. Keep this off the books and out of the way. Body Damage? Travis. Genau. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. So, hier war nichts weiter, ne? Ne, okay, dann gehen wir weiter. Waren wir schon?
Ein klein wenig unheimlich ist es ja schon. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Hm. Und noch sicherlich gleich nochmal irgendwie ein Werwolf angetanzt, oder? Weggeworfene Schilder. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen, der nach der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigens Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange her. Ja, von diesem komischen Zirkus. Was ist das? Larum Scarum. Siehst du das, Caitlin? Eliza. Die Seele sich garantiert irgendwo noch im Stammbaum der Hackets wiederfindet. Oder auch nicht. Irgendwann werden wir es aufklären können. So viele Autos und alle ohne Verteiler, oder was? Alle ohne Teile, die wir brauchen können. Können wir aber nicht rein, oder? Ah. Also in den Container. Auf jeden Fall schwebt er erstmal. Das ist auch ganz praktisch, wie man hier sehen kann. Ah, hier kommen wir aber nicht ran. Na gut. Tja, wo gucken wir denn mal? Irgendwo müssen wir hier so langsam mal was finden, oder?
ja, jetzt. Ah! Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Beides schlimm, ja. Weiß nicht, also die Werwölfe finde ich dann schon noch ein bisschen... ...bisschen bescheidener. Muss ich mal so sagen. Sind wir jetzt aber gerade runtergekommen, ne? Ja, sind wir gerade runtergekommen. Hier ist also nix. Hier ist nix. Keine Teile. Ja, und das ist die... Das ist die Tür von vorhin. Da ist Blanesöl. Wollte schon sagen Blut, aber es ist kein... Es ist kein Blut. Es ist einfach nur Öl. Hier waren wir auch schon. Ja, mal gucken. Da hinten ist Caitlin vielleicht. Weiß die ja, wo es lang geht. Aber hier waren wir ja schon. Caitlin, wo müssen wir lang? NPC, sag mir, wo es lang geht. Die bleibt immer an derselben Stelle stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir ihr mehr oder minder folgen sollen. Oder sie steht da so lange, bis wir was gefunden haben. Hochschauen soll ich mal. Mal zu Caitlin zurück. Ach so, okay, das meint ihr. Okay, alles klar. Ich gehe mal hin. Als wir da hinkommen. Das ist ein intaktes Auto, würde ich sagen. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Kriegst du schon hin.
Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Aber das fällt auch nicht so sehr ins Gewicht. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Also diese Terrormucke. Dann mal los jetzt. Komplett unauffällig. Jetzt nicht auf Caitlin fallen lassen, bitte. Wenn es möglich ist. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Na, Dylan, alles in Ordnung? Nee, ich glaube nicht. Die Lichter sind an, die sind nicht da. Oder gehen an, die sind nicht da. Da kommt ein Werwölflin. Auto heben. Heben warm. Was? Was? Jetzt können wir den Wagen anheben. Scheiße. Gellert! Schaff den Dreckswerwolf von dem Scheißauto! Und wer mag das sein? Ist das Nick? Ich würde sagen, das ist Nick. Beeil dich, Verdammt! Auto schwingen, hupen. Auto schwingen. Schwing dein Ding! Und wir keine Knarre, Mann! Lass den Wagen fallen! Wagen fallen lassen! Los, Schakalack! Wagen fallen lassen! Yes! Rustiges Biest! Jetzt! Dylan, reiß dich zusammen! Und jetzt, Schakalack, Magnet abschalten! Ja, kann man machen. Aber da steht ja wahrscheinlich auch gleich wieder auf, oder? Ich weiß nicht, ob der gleich komplett hinüber ist. Nicht, dass er das Auto gleich wegschmeißt und dann geht der Tanz jetzt richtig los. Okay. Komplett entspannt. Oh, die Waffe aus dem Wagen. Achso, hat sie schon. Ja. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Und hol euch den Verteiler. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Verteiler! Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Ich dachte, die wollen die Verteiler-Sachen holen fürs andere Auto. Oder nicht? Oder. Nicht. Oder nö. Ihr wisst schon, was er tut. Ich bin nur der Spieler. Die gibt's ja auch noch. Abby! Mensch, ich will nicht hoffen, dass... Na, Chris ist ja wahrscheinlich zu Hause. Ich bin Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser, mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was mache ich jetzt? Hallo?
Ist da jemand? Wahrscheinlich. Bewegen Sie sich. Ja, das machen wir. Wollen wir nach oben? Ne, da geht's ja zur Luke. Ich geh mal da lang. Eine Tarotkarte, siehst du? Gut, dass wir das gemacht haben. Tarotkarte. Hier nochmal rumgucken. Und das ist so alles duster wie ein Bärenrektum. Oh! Abby, du bist. Abby. Was finden wir jetzt? Eine Leiter. Ach, das ist doch die Leiter hier von. Falltür. Ja. Und da müssen wir aufpassen. Da ist ja eine von den Sprossen. Ist doch kaputt. Vorsichtig, Abby. Nicht, dass du uns noch runterfällst. Das wollen wir nicht. Abby. Oh, Abby. Oh, ein Glück. Ach ja, wir sind jetzt ja wieder in diesem Büro, ne? Stimmt, wir sind im Büro jetzt wieder von Chris. Stimmt ja. Correct. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. War ich das gerade? Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Wir brauchen erstmal Chris. Sonst kriegen wir vielleicht alle noch Probleme. Wir brauchen leider Chris. Und wieder eine Spritze. Jetzt aber auch mit Spritzen. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Mehrere Spritzen sogar. Ja. Ah. Vorsichtig. Yep. Es geht ihm wohl momentan wohl komplett am Arsch vorbei. Er hat, glaube ich, gerade andere Sorgen. So, da kommen wir nicht lang oder kommen wir da vorbei oder kommen wir nicht vorbei? Nee, kommen wir nicht. Da dürfen wir auch nicht lang. Und da ist ein Veri. Was war das? Ein Werwolf. Ich denke. Ein Werwolf. Wer auch immer das ist. Ich denke, das ist Chris Hackett. Sicher? So ein Arschloch. Sicher, dass das Chris ist? Ryan. Und wenn er sich jetzt mal eben so losreißen kann, warum hat das nicht schon die ganze Zeit? Tatsächlich Chris ist. Oder ob Chris unten im Keller ist von den Hackets Anwesen. Das kann ihm auch noch Nick sein. Nicht jetzt, nicht jetzt. Komm schon. Ah. Silberbeschlag.
Ja, der ist hinüber. Oh ja. Ah, der ist hier. Der ist kaputt. Nein! Und der ist auch kaputt. Das gibt Kopfschmerzen. Oh. Die machen auch keine halben Sachen, die Werwölfe, ne? Da wird ja alles zu klump gekloppt. Oh, Kopf weggeballert. War das jetzt der von oben? Oder war das Laura? Nee, das ist Laura. Dann was war das? Warte mal, lass mich überlegen. Dann war das gerade Max. Dann war das Max. Dann war das Max. Dann haben wir Max gerade erschossen. Wir haben Max gerade den Kopf weggepustet. Das war Max. Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Heißt denn ja aber auch, wenn... Und? Okay. Was nun, sind alle wieder normal? Das war Max. Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ach, ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Nein, Max ist tot. Ach, Chris war nicht der Erste. Ach. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Albino kennt. Das aus der... Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Den haben wir aber auch noch gar nicht gesehen, ne? Einen großen weißen. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Ich habe noch keinen weißen Wolf gesehen. Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, an den Hütten, früher am Abend. Hä? Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Ah. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas. Und allen geht's besser. Jedenfalls... denen, die noch leben. Ja. War das... Okay, okay. Und doch tatsächlich Chris gerade? Wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Dann fehlt uns ja dann trotzdem noch Max. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Dann fehlt uns ja tatsächlich noch Nick. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Max fehlt uns also noch. Niklas fehlt uns noch. Dann der Kerl, der Werwolf da unten im Keller der Hackets war. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Was? Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt... Wie eine Mutter. Nur noch nach vorn schauen, okay?
Wahrscheinlich wegen der Mutter, weil wir die ja weggepustet haben. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Wie sie sich freut, die Alizebe. Ja, bepiss dich ruhig vor Lachen, ist in Ordnung. Die Sonne. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Tja. Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Mein Baby. Was? Siehst du, was sie uns antaten? Oh. Oh. Eliza, ist das Eliza? Nein. Oh. 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 Was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh. Ich sag ja, irgendwann... Scarum. Silas, the dog boy. Na, siehste? Silas. Oh Gott, nein. Silas, mein Junge. Nein. Das kann ja aber nicht Silas sein. Das kann aber ja nicht Silas sein. Ich glaube nicht, dass es Silas ist. Der ist unser Werwolf. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Oh ja. Das ist nicht Silas. Das ist nicht Silas. Silas, sie tut jetzt gleich Dinge. Ist der Sheriff? Das ist nicht Silas. Das ist der Sheriff. Eckert. Siehst du, sie trickst jetzt rum. Jetzt verflucht sie. Die Hecke ist wahrscheinlich. Irgend so ein Schweinkram macht sie doch gerade. Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas. Silas. Fallen die ganzen Tarotkarten.
nein, nein, nein! Mein Baby! Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen! Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Oh, das wird wieder eine geile Entscheidung werden. Ich habe so viel für dich getan. Das wird wieder eine geile Entscheidung werden. Sind wir eher auf ihrer Seite, weil die anderen quasi einen Fluch verdient hätten? Oder bringen wir das ganze Thema zum Abschluss? Kapitel 10, Ziegel und Myrtle. Und da ist Max. Also haben wir ihn doch nicht weggeballert. Voll den Weg, ich denke auch. Wir müssen es irgendwie zu Ende bringen, auch wenn wir da mit Silas wegpusten müssen. Ich bin nicht auf einem beschissenen Baum. Aber wir müssen das irgendwie zu Ende bringen. Das haben wir ja gar kein Ende mehr. Wir müssen den Fluch, irgendwie müssen wir den verändern, den Fluch. Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Das erledigt sich von allein. Na, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Komm ich runter? Okay, jetzt weiß ich's. Also ich würde auch sagen, dass wir den Fluch beenden, oder? Dass wir das Thema irgendwie beenden, weil... Was zur Hölle bin ich? Auch wenn ich sie verstehen kann, Eliza, auch wenn ich Eliza verstehen kann, aber wir müssen das irgendwie beenden, den Fluch. Nützt nix. Wir müssen das zu Ende bringen. Sonst nimmt das gar kein Ende und dann werden irgendwie wieder neue Leute infiziert, neue Leute sterben, neue Leute werden gejagt. Das können wir so, glaube ich, nicht zulassen. Das müssen wir irgendwie beenden. Gut, dass wir dann nicht verhindert haben, also die Familie nicht verhindert haben. Wo sind meine Klamotten? Ich glaub das alles nicht. Und Klamotten? Okay. Ja, sag ich ja. Frau Klamotten. Jetzt suche ich Laura. Ein tolles Top hast du an, mein Freund. Schön bauchfrei, steht dir. Ja gut, könnte Fragen aufwerfen. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger-Motel. Tja, das ist korrekt. Das ist richtig. Wer hätte Fahrradkette? Gehen wir noch mal hier hinten lang. Vielleicht finden wir noch eine Tarotkarte. Dürfte ja eigentlich, wenn es tatsächlich 10 Kapitel gibt, das letzte sein. Ich denke mal schon, weil Mutti, also Eliza, ist dann auch schon ein bisschen abgedreht. Und da er sich zurückverwandelt hat, denke ich mal, ist die Zeit des Werwolfs jetzt auch vorbei. Zumindest für heute Nacht. Treffen auch gleich Silas noch.
Oh, ist das auch das passende Cappy dazu? Ist doch toll. Also war sie hier. Laura, meinst du? Ja. Hä, ich wollte. Na. Na, treffen wir gleich Silas? Du magst doch kein Wasser. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Boot oder sowas.